und next stop Dombey Island. Bisschen ans Segeln, an die Krängung. Wetter weiterhin super, kein Regen, so kann es weitergehen. Haben wir alles scheiße. Keine Sonne, schlechter Wind, falsche Windrichtung. Fahrerseele steht nicht. Etwa so. Kürzester Zeit zwei kleine Maimai gefangen, Männchen und Weibchen sind an Bord bei uns. Das gibt ein leckeres Essen. Wir haben den Fisch! Wir haben den Fisch! Fish Report. Der Tag hat so angefangen, Sonnenaufgang, rausgemacht die Route, die Fisher Price Route. 10 Minuten später. Ich renne an! Patz! Reine Fresse. Scheiß Start im Tag. Aber dann ist der Tag aufgegangen, zweite Route bereit gemacht. Oldschool-Style mit dem Gummiband. Son Mai Mai. 10 Minuten später Son Mai Mai. War relativ anstrengend, war viel Wind und wir haben sehr vielen Gewitterzellen sind wir ausgewichen und dann dachten wir gerade, ist die eine passiert, dann kam wieder die nächste und das trotz Reffen und ja, aber es hat alles gut gegangen und am Tag war es relativ entspannt. Entspannt. Heute Abend gehen wir auf eine Motto-Party, Verkleidungsparty. Unser Captain hat eingeladen. So, willkommen zur heutigen Verkleidungsparty, Motto-Party. Hier haben wir. Wer haben wir hier? Ja, das ist. Superheld des Pazifiks! Wow. Den nehme ich gleich in mein Fischernetz! Und was stellst du hier? Ein Fischernetz. Da ist der Fisch, den ich gefangen habe. Und ich habe ganz viel Müll aufgefangen, leider. Sehr traurig. Ein Korken, ein bisschen Plastik. Allzeit bereit. Mit dem Seil, mit dem Beil. Und ganz viel Windschwett. Ja, Tag 12 oder 13, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist sehr relaxed. Wir müssen die Segel nicht verändern, laufen die ganze Zeit unter Fahrerseile.
Welcome to the race to Gambia! In wenigen Augenblicken haben wir die Hälfte des Rennens erreicht. Stehen Sie auf und genießen Sie diesen Augenblick. Hälfte! Tiefpunkt angelangt. Kein Wind, Wellen. Alles scheiße. Genau das gleiche, kein Wind. Wir haben die Segel runtergenommen, die schlagen nur. Ja, wir warten auf Wind. Zwischen 5 und 6 Knoten. Ja, etwa 515 Meilen bis zum Ziel. Meiste Arbeit gemacht hat, die Yum Yum. Prost! Resümee von 28 Tagen Pacific Crossing. Ja, wie gesagt, 28 Tage unterwegs. Endlich angekommen. Endlich in der Südsee angekommen. Ein langes Ziel meiner Reise. Entweder es war ein Höhepunkt. Ja, darauf habe ich lange gewartet und endlich sind wir da. Fühlt sich gut an und schauen wir, was die Südsee uns da so bringt.